Drei Tage lang hat sich in Göppingen alles um große und kleine Eisenbahnen gedreht. Die Märklin-Tage und die internationale Modellbahnausstellung haben nach Angaben der Veranstalter 61.500 Besucher nach Göppingen gelockt. Ob für Sammler und Händler oder für Familien mit Kindern, geboten wurde für jeden etwas. Auch das von einigen befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Die Pendelbusse wurden gut angenommen und brachten die Besucher zu den verschiedenen Veranstaltungsorten. Während die Märklin-Tage bereits zum 8. Mal in Göppingen durchgeführt wurden, feierte die IMA Premiere im Stauferpark. Premiere feierte auch das Modellbahnradio von Radio FIPS, das nicht nur live auf UKW zu hören war, sondern am Sonntag auch zu sehen. Natürlich bei uns, hier bei der Filztalwelle. Ein besonderes Highlight gab es noch am Ende der dreitägigen Großveranstaltung. Alle historischen Loks und Waggons wurden hintereinander gekoppelt und verließen gemeinsam den Kreis Göppingen. Mit viel Rauch und Dampf und natürlich viel Lärm, so wie es sich gehört. Und der Zug wollte kein Ende nehmen. Über eine Minute dauerte es, bis er an den Besuchern vorbei war. Ganz am Schluss das Boller Marile, ein Schienenbus, der früher zum Beispiel auf der Strecke zwischen Göppingen und Boll eingesetzt wurde.